Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Rise of the Tomb Raider. Einer von den lieben Soldaten hat einen siebten Sinn und den hat er gar nicht so hat er gar nicht so unrecht. Und zwar fühlt er sich ein bisschen verfolgt und beobachtet. Da kann ich nur sagen, du hast recht, mein Lieber. Ich laufe euch hinterher, springe euch hinterher. So, jetzt müssen wir mal gucken, wie wir da jetzt weiterkommen. Ich glaube, da brauche ich meine Kletterhakenaxt. Muss natürlich schön leise sein. Ich kann mir vorstellen, das sind welche. Er muss da unten sein. Beeilung, Anna wartet. Haben Sie ihn? Ich bin unbewaffnet. So kaltblütig bist du nicht, Lara. Andererseits weiß ich, warum du noch nicht abgedrückt hast. Er schießt mich und meine Männer töten dich in derselben Sekunde. Es ist das Einzige, das sie besser können als du. Sei still, Anna. Keine Bewegung. Du kannst nirgends hin. Tötet sie! Los! Die Generatoren! Sie ziehen uns beide nach unten! Lara! Lara! Okay, was muss ich machen? Einer ist weg. Überleg dir mein Angebot, Lara, bevor es zu spät ist. Es war schon zu spät, als du meine Familie verraten hast. Ich hole mir den Atlas, Anna. Irgendetwas schlachtet meine Männer da unten ab, Lara. Wenn sie ihn nicht finden, dann du auch nicht. Was zur Hölle? Croft ist auf dem Weg. Tötet sie und bringt mir den gottverdammten Atlas. Kathedrale, Eingang zum Archiv finden. Alter, was für ein Beginn. Irgendwas tötet die Männer. Ja. Die Unsterblichen. Croft macht uns weiter Schwierigkeiten. Sie hat die Talbevölkerung aus ihren armseligen Hütten geholt und zu mehreren Siegen geführt. Ich wünschte, ich könnte ihr klar machen, wie falsch sie liegt. Wie fehlgeleitet ihre Moralvorstellungen sind. Notlösungen helfen der Welt nicht mehr. Ein einzelner Held rettet sie nicht. Die Idee, die göttliche Quelle der Welt zu zeigen, wäre lächerlich, wenn sie nicht so gefährlich wäre. Habe ich geglaubt, man könnte sie auf Trinitys Seite ziehen? Ja. Aber jetzt nicht mehr. Wir waren uns nah, sie und ich. Es gibt eine Bindung. Aber ich fürchte, es gibt keine andere Wahl. Sie muss gebrochen werden. Und es ist möglich. Ich habe schon stärkere gebrochen. Oh je. Oh je. Ich wünschte, ich könnte ihr klar machen, wie falsch sie liegt. Wie fehlgeleitet ihre Moralvorstellungen sind. Notlösungen helfen die Welt nicht mehr.
helfen der Welt nicht mehr. Die göttliche Quelle der Welt zu zeigen, wäre lächerlich, wenn sie nicht so gefährlich wäre. Ja, das ist auch, aber auch echt gefährlich und eigentlich auch, ich weiß auch gar nicht, ich will es überhaupt so öffentlich machen. Eigentlich ja auch nicht. Ich glaube, da geht es dann wieder zurück. Kann ich mir vorstellen. Mann, ich hab da Angst, reinzugehen. Da ist was. Das ist er. Das muss er sein. Flüchtige Blicke finden sie einen Weg hinab ins Archiv. Ja. Ich bin Anna jetzt voraus, aber ich weiß nicht, wo ich hier hineingeraten bin. Noch etwas anderes haust hier in der Dunkelheit. Aber ich mache weiter. Ich bin schon zu weit gekommen. Anna glaubt, sie kennt mich. Und das tut sie wohl auch irgendwie. Aber sie weiß nicht alles. Und solange sie mich weiterhin unterschätzt, könnte ich noch die Oberhand haben. Hoppla. Fällt gleich mein Stöpsel runter hier. Raus. So. Ich weiß gar nicht so genau, ob die mich so unterschätzt. Ich glaube eigentlich... Ein altes Wandbild. Und diese Gefäße. Griechisches Feuer. Ich glaube ehrlich gesagt gar nicht so, dass sie mich so wahnsinnig unterschätzt. Die unsterbliche Armee des Propheten. Mit dem griechischen Feuer waren sie unaufhaltbar. Okay. Oh, dieser Geruch. Oh nein. Lebendig verbrannt. Oh Gott! Wie kann ich? Warum kann ich nicht? Ich will! Oh, Doktor! Bitte! Lass mich! Bitte! Lass mich los! Lass mich! Hätten wir das jetzt machen sollen oder lieber nicht? Ich weiß nicht so recht, aber der hat mir so, der arme Kerl hat doch gelitten, oder? Wer könnte das getan haben? Alter. Was zum Teufel ist das? Oh, ich will da gar nicht weitergehen. Muss das unbedingt. Das ist unbedingt. Scheiß auf die göttliche Quelle. Diese Gefäße. Da ist immer noch griechisches Feuer drin. Ob es wohl noch entzündet werden kann? Ja. Hui, holen Sie den Atlas aus dem Archiv vor. So, hier haben wir noch eine Schriftrolle. Einige glauben, der Prophet sei Gottes wiederauferstandener Sohn. Aber er weiß dies von sich. Einige preisen seine Taten als Wunder, aber er entkräftet solche Behauptungen. In seiner Bescheidenheit sehen seine Anhänger die Wahrheit seiner Botschaft. Veränderungen kündigen sich an. Ich habe mein bisheriges Leben hinter mir gelassen und mich ganz dem Propheten verschrieben. Ich verbreite seine Kunde und bringe andere dazu, sich dem anzuschließen. Aber dies hat die Oberen verstimmt und die volle Aufmerksamkeit der Kirche des Westens geweckt. Was? Da war doch was, oder? Nee? Achso, das war wahrscheinlich das hier. Zum Einsammeln. Ja, genau. Da ist noch unten irgendwas. Ich weiß gar nicht, ich möchte gar nicht. Was
vielleicht das Feuer in... Schaut so aus, als ob ich das alles entflammen müsste. Entfachen? Nee. Oder ich lasse es mal, weil bestimmt kommt da irgendwas ganz Böses auf mich zu. Und ich kann es wahrscheinlich nur mit dem Feuer dann killen. Stimmt? Oder habe ich recht? Oh nein, wenn ich da jetzt runterhüpfe, dann komme ich nie wieder hoch. Ich tue es. So. Jetzt gehen wir zum Atlas. Hier ist es. Überleben Sie den Angriff von Trinity-Soldaten. Okay. Überlebe. Bestätigt. Oh nein. Jetzt sollte ich mal die Waffe wechseln. Bogen! Ich liebe diesen Bogen. So. Gut. Haha! Nur du und ich. Ja, würde ich sagen. Nur ich. Hahaha. War es das jetzt? Aber habe ich den Atlas jetzt aufgehoben oder habe ich den, ist er weg? Nicht, dass ich den jetzt irgendwo hingeschmissen habe. Das wäre natürlich sehr kontraproduktiv. So, hier noch. Die Soldaten, die bekämpfe ich eigentlich sehr, 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 sehr gerne. Aber ich möchte wissen, was da vielleicht sonst noch da unten so gewesen ist. Teams haben mehr Kontakte gemeldet. Wir sind auf uns gestellt, bis sie durchbrechen. Wir haben Feindkontakt. Ja. Sie haben Feindkontakt und Fallkontakt. Sehe halt gar nicht. Aber gut. Haltet sie in Schach. Mach dich zum kaputt. Feuerschutz! Will ich jetzt nicht aufheben? Das ist noch einer, oder? Komm doch schon. Oh!
hinterherlich. Was da jetzt gerade so abgeht. Was ist das? Ja, flotti Klamotti. Ja, wie warm das da drin sein muss. Eigentlich kriegst du doch auch gar keinen Duft. So eigentlich. Oh nein. Ups. Heute plündern konnten wir noch. Das machen wir noch. Nehmen wir natürlich auch noch mit. Und wenn wir da doof. Plündern. Plündern. Nein. Das will ich nicht. Ah, ich kann nicht ganz blühen. Okay. Ja, von wo sind die denn gekommen? Dunkle Gewässer. Finden Sie mit dem Atlas einen Ausweg aus dem Archiv? Oh nein. Schwefel. Hier kann alles in die Luft gehen. Nichts wie weg. Muss noch hier sein. Ausgänge sicher. Wir müssen das Paket zurückholen. Hier, hab sie gefunden. Oh nein. Dem Atlas. Oh, ich bin nicht gut. Atemgerät. Mit dem Atemgerät kann Lara unendlich lang unter Wasser bleiben, ohne Schaden zu nehmen. Das freut mich aber sehr. Endlich habe ich es. Kann ich jetzt das eine Herausforderungsgrab, glaube ich, auch noch machen? Aber wer hat den denn erstochen? Muss einer von uns gewesen sein. Okay, das dürfte mein Ausgang sein. Die Statue ist instabil. Wie es aussieht, muss ich griechisches Feuer benutzen. Finden Sie einen Weg, mit dem Atlas zu entkommen. Jetzt nur noch die restlichen Stützen beseitigen. Ja, genau. Müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Die müssen wir jetzt noch wegmachen. Was kann ich denn mit dem hier tun? Mal rüber hier. Aber irgendwas kann ich hier machen. Mehr Gefäße mit griechischem Feuer. Ah! Es sind so viele. Ach, das war eigentlich gar nicht so verkehrt. Ich glaube, die kann ich da rausholen. So, und was kann ich jetzt mit dir machen? Oh.
Was passiert da jetzt? Da jetzt? Nix. Habe ich nicht mitgekriegt. Habe ich nicht mitgekriegt. Wenn ich das hier... Oh. Mal, wenn ich das hier jetzt... Nee, ich kann das gar nicht runterschieben. Was? Muss ich kurz mal nachdenken. Ich schieße es einfach mal drauf. Ach so. Ach, das kann ich ziehen. Ja, das ist ja eigentlich auch gut. Aber wo soll ich es hinziehen? Ich habe eine Idee. Ich könnte es so machen. Und hier rein, genau. Drücke, um zu schieben. E. Okay, und jetzt? Drehen, ja wunderbar, wunderbar, wunderbar. Jetzt mache ich jetzt weiter. Wahrscheinlich ist es voll der Blödsinn, was ich gerade mache, aber mal gucken, mal, wenn ich das jetzt zu mir drehe. Okay, jetzt holen wir da mal noch eine raus. Jetzt haben wir eine rein, dann müsste die doch hochgehen, oder? So, wunderbar. Schau jetzt mal. Ich weiß gar nicht, echt nicht, ob ich richtig bin. Ob ich das richtig gemacht habe. Kann man das nämlich auseinanderschneiden. Und schieb. Jetzt weiß ich noch nicht, wie viel wir brauchen. Schieße mal drauf. Nur noch ein Pfeiler übrig. Okay, aber ich weiß nicht, ob ich das jetzt nochmal. Was ist denn jetzt da los? Ach ja, krass. Da brennt es gerade. Auch gut. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt noch einmal dahin kriege. Eigentlich nicht, oder? Ich probiere es jetzt einfach mal. Nochmal dasselbe. Oder ich muss von der anderen Seite dann nochmal hin. Könnte auch sein. Aber ich probiere es einfach mal, ne? Wir testen das jetzt. Nicht umsonst gibt es da wahrscheinlich genug von den... Von den Tonnen. So. Wunderbar. Da noch. Ach ja. Genau, wir machen in der nächsten Folge weiter. Ich freue mich, wenn ihr wieder mit dabei seid. Und dann schauen wir mal, ob wir hier rauskommen.
Ich hoffe es. Bis dann. Ciao.